Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Und das ist ein ziemlich altes Let's Play. Zwar handelt es sich dabei um Final Fantasy VIII. Ich kann gerade gar nicht genau sagen, von wann es ist. 98 oder so oder irgendwie sowas. Also schon ziemlich lange her. Wurde 2019 neu aufgelegt, sogenanntes Remaster. Deswegen sieht das hier auch gerade so gestochen scharf aus. Nichtsdestotrotz bleibt es im 4 zu 3, glaube ich. Also ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schickes Spiel, storytechnisch. War damals mein erstes Spiel, was ich durchgespielt habe. Und hat mich wirklich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Gerade die Hauptcharaktere oder der Hauptcharakter. Das hat schon sehr viel mit mir gemacht. Und deswegen finde ich, ist es absolut wert, dieses Spiel auf meinen Kanal zu bringen. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang rum, sondern legen direkt los. Und los geht's mit dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich habe noch genauso viel Spaß am Spiel, wie ich damals hatte. Ich bin mir relativ sicher. Also, here we go. Ich werde hier sein. Warum? Ich werde hier warten. Wofür? Für was? Ich werde hier auf dich warten. Also, wenn du hierher kommst, wirst du mich finden. Ich verspreche es. Okay.
Ja. Treibt mich ständig Unsinn. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Ja, ihr habt es gerade mitbekommen. Es gibt keine Sprachsynchro tatsächlich. Deswegen werde ich die Sprachsynchro übernehmen müssen. Ich werde also auch relativ viel reden. Ich werde euch gar nicht erst versuchen, meine weibliche Seite zu zeigen. Also es wird vielleicht ein paar verschiedene Facetten meiner Stimme geben, aber verstellen werde ich sie nicht. Seht es mir nach. Genau. Unser Hauptprotagonist heißt Squall. Das werden wir auch so lassen. Wir werden alle Charaktere und alle Namen, die wir so finden, werden wir auf Standard belassen. Und würde sagen, wir legen direkt los und bestätigen unseren Namen. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Sagen Sie das Cypher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen, dein Ausbilder ist Quista Streep. Ich werde ihr Bescheid sagen. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja. Die Verletzung ist nicht schlimm, die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. Squall, endlich sehen wir uns wieder. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Sag mal, Squall, gibt es etwas, das dich bedrückt? Nicht wirklich. Was ist so komisch? Komisch? Nein, nein, ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an? Guten Morgen. Zunächst zum heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Ach ja, Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Wir sehen uns dann später. Und Squall, komm bitte her. Ich muss dich was fragen. Ja, wir gehen dann jetzt mal direkt zu ihr. Ach so, ja, genau. Er setzt sich dann hin für den Computer. Wie war das nochmal? Gerät einschalten, keine Lust.
Gerät einschalten. Keine Lust. Machen wir später. Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Ich wollte ja heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Ja. Da waren wir gerade. Also, ihr werdet sehen, dass es teilweise durchsichtige Dialogfenster gibt. Das sind dann Gedanken und nicht durchsichtige. Das sind das, was gesprochen wird. Also mich hat das am Anfang irritiert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, sprechen wir mal den hier. Beneidenswert. Ich will auch mit ihr hin. Wenn ihr etwas zustößt, werden wir Treep Fanclub dich bestrafen. Okay. Alleine mit Frau Treep. So. Dann. Ja, gehen wir mal weiter. Verspätet! Ups! Bist du okay? Oh weh. Ja, geht schon. Sorry, ich hatte es eilig. Hey, gehörst du zur Klasse dort? Sag mal, ist die erste Stunde schon vorbei? Mist. Der Garten ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Hey, sag. Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen? Na gut. Cool. Gehen wir. Wir gehen am besten runter in die Eingangshalle und sehen uns dort den Wegweiser an. Genau, ja. Das mache ich jetzt einfach, damit wir ein bisschen mehr vom Garten sehen und kennenlernen. Und, genau. Das ist der Wegweiser. Das ist der Wegweiser im Erdgeschoss. Der Ball am Garten ist groß. Schau lieber auf die Tafel und gib hier dein Ziel ein. Frage. Wie benutzt man die? Mit den Richtungstasten und A das Ziel bestimmen. Als nächstes erkläre ich dir die einzelnen Baukomplexe. Okay, okay. Im Norden sind die Quartiere. Fast alle Schüler wohnen in diesen Quartieren. Nur die wenigsten pendeln von außerhalb. Ja, ja, ich habe auch ein Quartier gemietet. Hier kannst du dich umziehen und ausruhen. Im Westen des Nordflügels ist die Mensa. Das Hotdog ist sehr beliebt. Wenn du eins willst, musst du anstehen. Hab verstanden. Im Osten des Nordflügels ist der Parkplatz. Wenn eine Mission ansteht, fahren wir meistens von hier aus mit dem Gartenauto. Im Süden nur das Haupttor. Richtig. Chris's Trip, meine Ausbilderin, wartet hier am Haupttor. Was ist los? Nichts. Das ist der A-Flügel. Hier ist gleich der Schulhof. Da wird gerade etwas vorbereitet. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das Schulfest. Ich mache im Komitee mit. Wenn du magst, können wir es gemeinsam machen. Weiter im Text. Im Westen ist das Lazarett bzw. die Krankenstation. Normal gehst du dahin, wenn du verletzt bist, aber es gibt Leute, die dort einfach nur herumhängen. Wie heißt denn der Arzt? Frau Dr. Karowaki. Im Osten schließlich ist die Übungshalle, die einzige Einrichtung, die du auch nachts benutzen kannst. Es heißt zwar Übung, die Monster dort drin sind jedoch echt. Wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar ums Leben kommen. Boah, ich werde Acht geben.
Südlich des B-Flügels ist die Bücherei. Hier kannst du dir Bücher ausleihen, aber meistens ist es einfacher, im Schulrechner nachzuschauen. Du weißt, dass im zweiten Stock die Klassenzimmer sind? Ja, weiß ich. Im dritten Stock ist das Direktorat. Du brauchst aber eine Genehmigung. Frage, wie heißt der Direktor? Direktor Sid. Alles klar? Das wäre alles. Hab verstanden. Hey, hör mal, du nimmst doch heute an der Seed-Prüfung teil? Ja. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Die Theorie habe ich an meinem alten Garten gemacht. Ich nehme heute auch an der Seed-Prüfung teil. Ich wünsche uns beiden Glück. Und danke. Genau, dann nehmen wir uns direkt mal den Speicherstand und speichern. Hier ist es also nicht so, dass man zu jeder Zeit speichern kann oder vielleicht sogar immer automatisch gespeichert wird. Hier ist es noch der gute alte Speicherstand mit... Oh, oder es gibt tatsächlich schon Autospielstände. Das ist ja tatsächlich... Also früher war es so, war es noch die gute alte Memory Card, die man da einstecken musste. Und dann waren die Speicherplätze voll und, ach Gott, die 32 MB, die waren aber auch schon schnell aufgebraucht. Man kennt das. Alte Probleme von damals. Heute kein Thema mehr. Jetzt gehen wir einmal direkt zum Haupttor. Und, Moment mal. Nee, ich glaube, der kommt noch. Er spricht in Rätseln. Oder kann er doch nicht? Doch, da ist er doch. Und zwar der gute Drawpunkt hier. Ich kann mal gucken. Koppeln können wir noch nicht. Mal GF. GF haben wir noch nicht. Okay. Gut. Dann lassen wir den erstmal links liegen. Was das alles bedeutet, entweder wisst ihr es schon, weil ihr es selbst gespielt habt, oder ich erkläre es euch später. So, machen wir das. Da ist sie auch schon. Wisst ihr es? Squall, du hast was vergessen. Hier, das sind deine GF. Das ist einmal Quetzalcoatl. Ich werde es Quetzalcoatl aussprechen. Wenn es anders ausgesprochen wird, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das ist Chiba. Ihr könnt es vielleicht erahnen, obwohl... Nee, werdet ihr wahrscheinlich nicht. Das ist eine Kälte-GF und das vorherige war eine Donner-GF. Ich muss dir einiges erklären, bevor wir loslegen. Nein, muss sie nicht. Wir sind stark, weil wir die Hilfe der GF in Anspruch nehmen. Wenn eine GF stark wird, werden wir ebenfalls stärker. Dazu müssten wir die GF koppeln. Muss sie nicht. Alles klar soweit? Du kannst es jederzeit im Menü unter Tutorial nachlesen. Wenn wir an der Feuergrotte sind, erkläre ich dir das Koppeln von Zaubern. Du solltest bis dahin Zauber mit Draw gezogen und gelagert haben. Zauber kannst du von Monstern ziehen. Können wir jetzt los? Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir in Richtung Osten. Genau, was sie uns nämlich eigentlich erklären wollte, ist, im Moment sind wir noch gänzlich... Oh, Moment. Im Moment sind wir noch gänzlich blank. Wir haben nichts... würden jetzt also nur mit physischen Angriffen angreifen können das aber ändern, indem wir GF koppeln. Und zwar haben diese GF unterschiedliche Eigenschaften, die man freischalten kann. Ich nehme jetzt einfach mal hier bei Squall Shiva und wir haben noch keine Zauber, deswegen funktioniert das gerade nicht. Wir können aber Zauber... Aber eigentlich gerade noch keinen Sinn. Also GF, Draw und Item hinzufügen. Und das ergibt uns, das gibt uns dann neue Kommandos in den Kämpfen. Das werden wir gleich sehen. Und dann können wir als nächstes, ich kann natürlich auch hier immer hin und her switchen. Das werde ich später auch tun. Es muss nur erstmal wieder in Fleisch und Blut übergehen und die Steuerung muss in Fleisch und Blut übergehen. So, wir werden Quetzalcoatl hier einmal hinzufügen und
Auch hier werde ich die Abilities Zauber, nein, nicht Zauber, PF, Item und Draw hinzufügen. Und dann war's das. Und jetzt können wir nämlich nochmal zurückgehen. Was vergessen? Gut, ich werde hier so lange warten. Genau, wir haben nämlich was vergessen und das war das, was ich eben euch zeigen wollte, denn wir haben hier diese Draw-Punkte. Und hier zum Beispiel haben wir den Draw-Punkt Vita. Wir haben den Scroll, der ziehen kann, dreimal Vita. Und das bedeutet, wir können im Kampf jetzt jemanden heilen. So, können wir jetzt los? Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir in Richtung Osten. Genau, und da müssen wir einmal Richtung Osten. Und ich gehe davon aus, dass das Spiel genau mir jetzt einen Kampf vorschreibt. Dann können wir mal sehen, was da jetzt so alles passiert. Also, Squall. Mit RB löst du die Gunblade aus. Drück, wenn du den Gegner triffst. Auch bei Multi. RB nicht vergessen. Genau. So, funktioniert das. So. So. Und das Ganze nochmal nach vorne. Oh, das ist aber hartnäckig. Jetzt aber. Und ich kann jetzt mit Draw, sie hat es ja schon erklärt, kann ich jetzt einmal Power lagern. Das eine ist Feuer. Und das andere ist Analyse. Und ich würde sagen, ich werde jetzt einmal bis 100 drawn. Das kann ein bisschen dauern. Und deswegen machen wir so lange Pause. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich voll gelagert bin. Bis gleich. So, ja, da bin ich wieder. Und ihr seht es jetzt, ich habe beide Zauber mit 100 hier geladen und ja, das bedeutet, wir können jetzt dem Ganzen hier ein Ende machen. Ich muss gestehen, ich habe beim letzten Mal versehentlich den Summ oder wie das Ding auch heißt, wie heißt er, sieht man hier leider nicht, gekillt und musste dann einen zweiten Kampf anstoßen. Und genau, das bedeutet, ich habe diesen Bildschirm schon einmal hinter mir, deswegen ja, sind hier auch schon ein paar andere Zahlen. Wir haben keine Items gefunden, 2 AP für die GF. Und jetzt können wir mal schauen. Ich würde zuallererst noch mal ein paar Einstellungen beim Koppeln vornehmen. Nämlich, ich würde die Zauber ganz gerne koppeln. Und ihr seht es jetzt, ich habe jetzt für Magie bekomme ich ein Plus von 10 hier bei Feuer. Deswegen machen wir das. Hier können wir Elemente koppeln für Angriff und Abwehr. Hier können wir Zustände koppeln, beispielsweise Schweigen oder Schlaf oder sowas. Das ist ein Zustandszauber, die können wir hier koppeln und uns entsprechend stärker machen im Angriff, dass zum Beispiel der Schlafzauber während des Angriffs ausgeführt wird oder halt eben hier resistent werden gegen solche Zauber. Genau, und was ich allerdings noch gerne machen würde, ist die Ability ein bisschen überarbeiten, denn ich habe während des Kampfes gemerkt, ich würde auch gerne mal wissen, wie weit ich bin. Deswegen würde ich Item ganz gerne weglassen und Zauber aufnehmen. Und das Ganze machen wir auch nochmal für, nein, nicht Draw, sondern Item, für Squall. Und auch hier geben wir ihm ein bisschen was, nämlich für Geist. Die Frage ist, ja, Analyse, das sieht ganz gut aus. Okay, dann schauen wir doch gleich mal, was wir denn noch so machen können. Wir können vielleicht mal ein paar Zauber loswerden, beziehungsweise mal schauen, was wir denn an Items haben. Wir haben Potions. Die würde ich ganz gerne jetzt erstmal nehmen.
und dann mich schon mal hier auf die Socken machen Richtung Feuergrotte. Da hinten sind auch schon die, ja, wie heißen sie, die Gartenangestellte, wie auch immer. Wisst es. So, jetzt zum Koppeln von Zauber. Hör gut zu. Es geht darum, wie man Zauber, die man gezogen hat, richtig anwendet. Das haben wir natürlich gerade schon gemacht. Das will sie uns jetzt einfach mal erklären. Wir verzichten drauf. Wenn du einen neuen Zauber gezogen hast, solltest du ihn erst einmal koppeln und schauen, was passiert. So, lass uns jetzt gehen. Deine Gunblades. Ja. Ich weiß, wie man sie bedient. Ich muss es mir nochmal angucken, aber da gibt es noch ein bisschen mehr, was man machen kann, aber das sehen wir dann später. Sorry, sorry, ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Dann ab die Post. So, so, ja, okay. Ich hätte vielleicht noch die Freundschaft ein bisschen hochpushen können. Dann hätte ich ein bisschen schneller durchrushen können. Aber naja. Die Mission. Erlangung eines niederen GF. Hilfestellung durch eine Seed-Qualifizierte. Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Ich leiste Hilfestellung. Ausbilder Nummer 14. Quistis Treep. Wähle dein Zeitlimit. Überlege gut, was deiner Leistung entspricht. Nicht faulenzen und nicht hetzen. Ja, wir nehmen mal 30 Minuten. Gut, Abmarsch. Ich leiste nur bei Kämpfen die Hilfestellung. Die Führung musst du selbst übernehmen. Verstanden. Es gibt Schüler, die nicht die gewohnte Leistung erbringen, wenn sie mit mir zusammen sind. Scheint wohl an meinem Sexappeal zu liegen. Sowas nennt sich Ausbilder. Er dachte nur Spaß. Wollte nur, dass du dich entspannst. So, hier vorne gibt es einen Drawpunkt. Den brauchen wir aber nicht zu ziehen, weil das ist Feuer. Und wir haben schon Feuer. Das bedeutet, wir können jetzt einmal aufs Ganze gehen. Ich werde jetzt hier keine Zauber drawn, weil ich einfach Zeit im Nacken habe. Aber das scheint ja ganz gut zu gehen. Gibt auch nicht viel Erfahrungspunkte dafür. Zaubersplitter bekommen, 2 AP für die GF. Normalerweise pro normalem Gegner gibt es dann eben einen Erfahrungspunkt oder einen AP. Das ist nicht, wofür AP steht. Schreibt es mir in die Kommentare. So, das ist jetzt mal volles Programm. Da gibt es schon eine ganze Menge AP für. Bomber besitzen Hitzelemente. Gegen Hitzemonster helfen Kälteattacken. Taste die Monster mit Analyse ab. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir. Ich überlege, ob ich hier. Ja, ich setze hier mal Shiva ein. So, sie wird das auch wahrscheinlich alles im Schlaf erledigen hier. Deswegen warte ich mal mit Quistis. So ist es, also ziemlich mächtig, nicht nur, dass wir alle Gegner damit angreifen, sondern wir fügen auch mächtigen Schaden dem Gegner zu. Und wahrscheinlich
Wahrscheinlich hätten auch 20 Minuten getan, denn ja, ich gut. Wir werden es gleich sehen. Du und Cypher seid eine Klasse für sich. Ihr seid wirklich stark. So, jetzt wird's ernst. Bist du bereit? Die Frage war wohl überflüssig. Ja, ich habe leider ein bisschen gespoilert. Das tut mir leid. Ich werde es in Zukunft auf jeden Fall unterlassen. Denn das ist Ifrit. Wir haben es ja schon eben gehört, die Ausbilder haben es uns gesagt, wir müssen einen GF oder eine GF erlangen. Und das ist in diesem Fall diese GF und ich werde dann natürlich ordentlich drauf mit Shiva draufschlagen, denn wir haben hier eine Hitze-GF vor uns oder einen Hitzegegner vor uns. Ich kann mal gucken, was hier los ist. Nö. Ich hätte natürlich auch Kältezauber ziehen können irgendwo. Das hätte uns natürlich noch wesentlich mehr geholfen. Aber das schaffen wir auch so, gerade bei der Zeit. Mach mir keine Sorgen. Ihr habt Shiva. Komm, tun wir es mal so. Ihr aufmüpfigen Menschen. So. Das folgt mich gerade mächtig an auf den Deckel, deswegen. Zaubern wir hier mal Vita auf ihn. Nicht schlecht für einen Menschen. Ja, jetzt muss man natürlich erstmal hier mit Selbstvertrauen gepusht werden als Spieler. Dürfte es aber gleich vorbei sein. Gegen Shiva bin ich machtlos. Ich verleihe euch meine Macht. Genau. Das ist also
das Ende des Kampfes. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte, aber dafür eine Ifrit-Karte und 20 AP. Und wir bekommen Ifrit. Wir lassen den Namen natürlich so. Wir haben zwar keine Zeit, aber hör mir gut zu. Du hast doch jetzt die GF. Wenn du diese GF koppelst, kannst du Element K einsetzen. Ich erkläre dir mal kurz, was Elemente überhaupt sind. Ja, du hast es schon richtigerweise gesagt. Wir haben nämlich gar keine Zeit. Da du hier meistens Monster mit Hitzeelementen antriffst, solltest du am besten Eis mit Elementangriff koppeln. Ja, oder Wasser geht auch, aber Eis ist natürlich der der gängigere Zauber. Und ja, jetzt ist der Timer auch schon zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob das im Originalteil auch schon so war. Ich meine mich erinnern zu können, dass man trotzdem noch den Counter hatte. Aber ich kann mich auch täuschen. Es ist schon wirklich sehr lange her, dass ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Ich werde auf jeden Fall erstmal auf Nummer sicher gehen und erstmal die Grotte verlassen. Das hört sich nach Bomber an. So sieht's aus. Ja, einen, glaube ich, könnten wir hinkriegen. Und ich muss auf jeden Fall Ifrit koppeln, das habe ich jetzt ganz vergessen. Weil er kriegt jetzt nämlich keine Erfahrungspunkte, wenn er nicht gekoppelt ist. Er ist also vollkommen außen vor im Moment. War's dann auch schon. Kurz vor dem Ausgang noch mal schön abgefangen worden. Hm. Ja, dürfte aber nicht viel machen. Nehmen wir so. Oh. Wählt jetzt noch was von uns oder gehen wir jetzt direkt? Ich glaube, wir gehen direkt. Ja, wir gehen direkt. Dann kann ich jetzt noch mal eben schnell. Nein, nicht. Ja, erstmal kurz zu den GF. Hier sehen wir also die Liste und ja, vielleicht ahnen wir es schon, das wird mal irgendwann voll sein. So, wir lernen im Moment, oder die GF lernt im Moment GF Magie plus 10. Ich würde ganz gerne erstmal die Abilities lernen. Also diese aktiven Status-Abilities, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Das ist einmal HPK. Wenn ich hier einen Vita zum Beispiel koppel später bei meinem Charakter, dann ja, haben wir eine höhere HP-Zahl. Das würde ich ganz gerne erstmal. Und Shiva. Ja, wohl anfeuern wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt für den Anfang. Machen wir erstmal anfeuern. So. Dann koppeln wir bei Squall mal GF Ifrit. Der kriegt dann nämlich schon mal was auf Stärke und das ist nämlich schon mal gar nicht verkehrt. Und den Rest können wir so lassen. Stärke müsste dann entsprechend physischer Angriff sein.
Also wenn wir jetzt draufkloppen, müssten wir ein bisschen mehr Schaden machen. Können wir direkt mal ausprobieren. 139. Komm, mal gucken, ob das jetzt ein kritischer Schaden war oder das... Ja, nee, das ist die Regel. Jetzt also, ihr seht es, wir machen jetzt wesentlich mehr Schaden, immerhin schon mal dreistellig. So, da sind wir wieder. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzucht von GF, daran solltest du immer denken. Ja, kennen wir alles. Ab in dein Zimmer und hinein in die Uniform. Wir treffen uns in der Eingangshalle. Können wir mal gucken, ob wir wieder drawn können. Vita. Und es sieht ganz danach aus. Vita gefunden. Ja, so ziehen wir Squall. Und 7-mal Vita. Genau, also jetzt steht also die Prüfung auf dem Plan, also die richtige Prüfung. Sozusagen die Abschlussprüfung. Und wenn wir die bestehen, dann sind wir tatsächlich ein Seed. Was das bedeutet, das werden wir später noch erfahren. Also, wir speichern einmal. Und gehen einmal in die Quartiere. Ja, wir können ja vielleicht einmal rund gehen. Das ist dann hier quasi so ein riesiger Rundgang. Das finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Sieht ganz schick aus. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unscharf ist. Aber wie gesagt, das Original hat schon ein paar Umdrehungen hinter sich. Auf der Uhr. Und noch mal ein Speicherpunkt. Dann uns hinlegen. Die Uniform. Okay, umziehen. Ja, schick. Mal kurz ausruhen, hinlegen. Ruhig die Prüfung verpennen. So wird's gemacht. Wir können später speichern. Das muss man jetzt nicht. Wie viel wohl die Seed-Prüfung heute Abend bestehen? Ja, das ist, sind jetzt so Gespräche zwischeneinander, die sind nicht wirklich relevant. Los geht's. Squall! Squall! Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Xell, Dinged. Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xell, Dinged. Yo, sind wir zusammen? Ja. Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit. Wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Cypher, er ist euer Truppenführer. Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich.
Cypher, bist du hier, Cypher? Die Leibgarde, Fujin und Raijin, der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Quiz des Streep. Ich mag es nicht, wenn man mir Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Setz Quistis auf die Liste. Die Liste. Was da wohl drin steht? Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht. Klar? Sind alle beisammen? Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin Sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird Sie begleiten. Eine Welt, die Sie bisher noch nicht erlebt haben dürfen. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Bandam Garden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Sieg geeignet sind. Es wird langsam Zeit. Warte, irgendwie gehen. So, komm, angehen. Ja, wir verlieren natürlich direkt keine Zeit. Boah, zeig mir deine Blade Gun. Deine Gunblade. Komm, nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Nichts. Nerv hier nicht rum, Hasenfuß. Was hast du gesagt? Es reicht jetzt. Quistis? Wer war das Mädchen auf der Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. X vorwärts, B rückwärts, A1 aussteigen. Versuche mal mein Glück.
Also ihr merkt, ich werde in diesem Leben kein Synchronsprecher mehr. Wobei es sicherlich auch schwierig wäre, als eine Person 20 verschiedene Stimmen zu sprechen. Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwas Schiss? Ihr seid die Letzten! Steigt ein! Tempo! Enttäuscht mich nicht. Beeilung! Beeilung! Beeil dich, Squall! Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da jetzt rein. Lass mich da rein. Hi, Christus. Das hier ist der B-Trupp. Hallo. Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag halt Prüfungen. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Dalit-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dalit wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dalit die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der dolitschen Restverbände. Wir werden am Luktan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Und was müssen wir machen? Die Seed-Anwärter sollen den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen. Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch an Christus, wenn ihr noch Fragen habt. Was mache ich jetzt? Christus ansprechen. Was ist Squall? Nee. Wir werden gleich anlegen. Viel Erfolg, Squall. Mach mal einfach nichts. Wir legen gleich an. Haltet euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja. So, Squall. Schau nach, was draußen abgeht. Verstanden. Du hast es begriffen. Ich bin schließlich der Truppenführer.
Der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor einem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind. Wir gehen. So, ja, genau. Das werde ich natürlich jetzt mal kurz tun. Cypher bekommt... Gornisch bekommt er. Das ist selten, glaube ich. Keine Feinde zu sehen. Für Privatgespräche gibt es Minuspunkte. Sprich mich also nicht an. Okay, dann mache ich es auch nicht. So, dann einmal kurz speichern. Warum ich jetzt ganz nach unten scrolle, weiß ich nicht. So, los geht's. Sind das Verstärkungstruppen? Das ist ja relativ problemlos. Ich würde jetzt aber doch ganz gerne koppeln. Und zwar würde ich Shiva ganz gerne abgeben. Das kann auch so bleiben. Und dafür kriegt Cypher Hybrid. Kriegt natürlich auch Nachzauber, wenn er denn einen hätte. So, und ich werde jetzt ein bisschen mir ein paar Zauber von ihm ausleihen. Und oh, Zell hat nichts gekoppelt. Das ist natürlich doof. Ja, dann werden wir ihn wahrscheinlich nochmal fertig machen müssen. So, bringt nichts, wenn er nichts drawen kann. Nichtsdestotrotz beende ich an der Stelle die erste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und werden dann erfahren, wie wir Dolet aus den Fängen der Galvadianer befreien. Und ja, ich melde mich dann wieder und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke euch bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.